ich melde mich aus meinem Homeoffice und zwar zum heutigen Thema Aquarellkasten oder schon flüssige Aquarellfarbe. Es ist immer so eine ganz häufige Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme und ich kann halt gar nicht sagen, dass das eine gut oder schlecht ist, sondern beide Seiten haben einfach so ihre Vor- und Nachteile und darauf möchte ich heute eingehen und der Sache ein bisschen auf den Grund gehen. Bevor ich das allerdings starte und beantworte die Frage, wollte ich nochmal ganz kurz und zwar generell auf die Marke Royal Talents eingehen, beziehungsweise auf das Unternehmen. Zum Unternehmen Royal Talents gehören zum einen auch die Marke Sakura, da gehören die Koi Brush Pens dazu, die Microns, die Fineliner, die wasserfesten, die viele von euch auch schon benutzen. Wir haben noch die Talents Ecoline Farben, das sind zum einen die schon vorgemixten, wasserlöslichen Farben, die ihr auch schon alle kennt und auch die Ecoline Brush Pens. Außerdem zählen noch die Marke Rembrandt und Van Gogh dazu. Das sind beides Künstlermarken. Auch die haben Aquarellfarbe, Pinsel, Papier. Und da habe ich auch heute von Van Gogh einen Aquarellkasten hier, den ich dann später quasi zusammen mit der Ecoline Farbe so ein bisschen, also ein paar Tipps, ein paar Infos geben werde, wie man die am besten kombinieren kann, beziehungsweise für welche Projekte man sie am besten einsetzen kann. Und ansonsten, Royal Talents hat noch weitere Marken, aber das sind jetzt die ich aufgezählt habe, quasi so die bekanntesten, die ihr wahrscheinlich auch schon so kennt. Bevor ich aber auf die Aquarellfarbe eingehe, möchte ich euch nochmal ganz kurz zeigen, was man mit den Koi Brush Pens und den Ecoline Brush Pens noch so zaubern kann. Für mein Projekt kann ich beide Sorten benutzen. Einmal die Ecoline Brush Pens und einmal die Koi Brush Pens. Die sind beide wasservermalbar und machen sich jetzt ganz, ganz toll. Wir machen so einen Watercolor Look. Also wir benutzen sie jetzt nicht zum Lettern im herkömmlichen Sinne. Die haben aber beide hier eine ganz tolle Filz Brush Pen Spitze, mit der ich tolle dünne Aufstriche und dicke Abstriche schreiben kann. Ja, wer sie dafür natürlich benutzen will, kann das tun. Ich wollte jetzt einmal nur kurz zeigen, was wir noch mit den Stiften machen können. Einfach mal ein bisschen was anderes, Außergewöhnliches, ja. Und da fange ich einfach mal an. Und zwar beginne ich hier mit meiner gelben Farbe. Ich werde hier den Hintergrund, also es wird ein Sonnenuntergang werden. Und da werde ich quasi in den Sonnenuntergang noch eine Silhouette mit einbauen. Und die Silhouette werde ich quasi hier unten malen und kann jetzt hier einfach abwechselnd mit meinen Stiften einfach hier so ein bisschen Pigmente auftragen auf mein Aquarellpapier. Wichtig ist, dass es Aquarellpapier ist, weil ansonsten können wir nicht mit so viel Wasser arbeiten und dann würde das Papier quasi das Wasser einfach nur noch aufsaugen, wenn wir dann mit dem Pinsel nachher rübergehen. Genau, und verteile jetzt hier einfach so meine Farbe. Ungefähr so. Und kann hier noch ein bisschen Gelb dazwischen geben. Für den nächsten Schritt brauchen wir aber dafür einen Pinsel und ein bisschen Wasser. Ihr könnt aber auch einfach so einen ganz einfachen Water Tank Brush Pen benutzen. Und jetzt geht es wirklich daran, ich fange immer mit der hellsten Farbe an, um dann quasi, um nicht die dunkle Farbe in die helle Farbe zu vermischen und dann sieht man die helle Farbe einfach nicht mehr, weil es dann so überschattet wird. Und ich kann hier einfach mit meinem wasserhaltigen Pinsel, ja, wenn da nicht gerade hier Pigmente schon dran sind an meinem Pinsel, die kann ich aber hier einfach wieder verteilen. Kann hier einfach mit meinem Pinsel die Pigmente verteilen und dann bekomme ich hier auch so einen ganz coolen Watercolor-Look. So. Und kann ich hier an die Farbübergänge machen. Kann ich hier schön verteilen.
ist es wichtig, gerade bei der Technik immer wieder den Pinsel im sauberen Wasser auszuwaschen, weil ich habe hier zum Beispiel die Farbe Gelb und Lila und wenn ich die beiden Farben zu sehr auf dem Papier vermische, dann wird es braun. Ja, sind beides Komplementärfarben, deswegen muss ich hier auch einfach so ein bisschen mit meinen Farben aufpassen und auch immer wieder den Pinsel zwischendurch säubern. Ja, und das mache ich, indem ich ihn einfach wieder auswasche, ein bisschen die Farbe auf dem Tuch abtupfe und dann wieder reingehe und ihn leicht befeuchte und dann hier wieder meine Pigmente verteile. Genau. So, das geht hier ganz, ganz toll. Und wie gesagt, ich habe beide Sorten Brush Pens benutzt. Beide sind wasservermalbar. Und da kann man hier so coole Sachen mitmachen. So, hier passe ich jetzt auch so ein bisschen auf, weil Gelb und Blau, das wird ja auch so schnell grün. Das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt nicht, dass mein Sonnenuntergang so mega grün wird. Aber so ein bisschen Gelb zwischen dem Blau darf ruhig auftauchen. Und dann muss ich hier einfach aufpassen, den Pinsel immer wieder auswaschen. Und hier wirklich auch, sage ich mal, sehr vorsichtig und bedacht arbeiten, damit ich auch gerade die Linien der Brush Pens, also das habe ich einfach, so ein großes Problem ist, wenn ich die Linien aufmale, dass die sich schon so ein bisschen festsetzen in dem Papier und ich die dann, sage ich mal, zwar verteilt bekomme, aber einige Pigmente dann wirklich am Papier haften bleiben und ich sehe dann die Übergänge, ja, wo der Stift aufgesetzt hat. Und deswegen einfach so ein bisschen bedacht. Und da muss man sich auch ein bisschen ausprobieren. Aber ihr könnt sehen, das geht hier ganz gut. So. Während jetzt hier unser Hintergrund trocknet für den Sonnenuntergang, zeige ich euch mal, was wir hier mit der Ecoline-Farbe und mit dem Brushpen gemeinsam machen können. Einige kennen das schon, für einige ist das vielleicht gar nicht so neu, ja, aber trotzdem möchte ich das einmal hier kurz mit aufführen. Wir haben ja hier noch ein bisschen Zeit, bis das hier trocken ist. Hier ist dann so eine Pipette, ja, das ist total cool, damit kann man dann im Prinzip in seine Mischpalette einfach die Farbe heben. Ich packe die mal so ganz kurz vorsichtig beiseite. Und ich habe jetzt hier einen Pinkton und mein Blau und kann jetzt hier die Spitze meines Brush Pens, also meine Brushspitze, in die Farbe tunken. Ganz leicht und vorsichtig. Und kann jetzt hier einfach drauf losmalen. Und wie ihr seht, die dunkle Farbe vermalt sich jetzt ganz toll und es kommt dann wieder nach und nach die pinke Farbe des Brush Pens durch und damit haben wir so einen richtig coolen Ombre-Effekt, der sich einmal so über das, also durch das ganze Wort zieht und das sieht schon ziemlich schau aus, ne? Hier muss man echt schon, also das ist schon cool. Und ich kann hier immer wieder eintippen und dann vermalt sich die dunkle Farbe einfach ganz automatisch wieder und die Brush-Pen-Spitze säubert sich dann wieder. Ja? Das ist ein cooler Effekt, finde ich jedenfalls auch und den man schon mal so machen kann. Ne? So, Deckelchen wieder drauf. In der Zwischenzeit ist jetzt auch unser Hintergrund getrocknet und ich kann mit einem schwarzen Brush-Pen. Ihr könnt auch, wenn es wasserfest sein soll, kann man natürlich auch hier toll diesen Pigma Brush benutzen. Da kann man ein bisschen großflächiger malen oder mit einem Fineliner. Ich mache es jetzt hier auch einfach mit einem Koi, mit dem kann man es auch toll machen. Da mache ich mir erst so meine Bodensilhouette, ja, die ich jetzt hier einfach nochmal nachziehe und einfach übermale. Und versuche hier schon im Kreis zu bleiben. Und ich male jetzt hier ein bisschen exotischer eine Kakteenlandschaft. Und einfach hier nur so diese Silhouetten. Das ist auch für Anfänger ganz toll, weil man hier, die Formen sind sehr einfach. So, ich habe im Prinzip hier nur, also große und kleine natürlich, große und kleine Kakteen, die ich jetzt so ein bisschen im Abstand male. Perspektivisch natürlich. Ich mache hier einfach nur so einen langen Bogen nach oben, ungefähr so. Und von diesem Bogen gehen jetzt hier kleine Ärmchen ab.
Und wenn ich den... Oh, jetzt habe ich hier... Ach, jetzt habe ich... Das habt ihr nicht gesehen. Ich habe jetzt hier ein bisschen geschmiert. Das war noch nicht richtig trocken. Huch. Aber im Prinzip, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass umso weiter weg ihr den Kaktus malen wollt, umso dünner müssen eure Striche und umso kleiner müssen die Kakteen werden. Also ungefähr so. So. Und wir können hier noch einen großen hinmalen. Der passt hier noch ganz toll hin. So. Ja, und damit haben wir den Kakteen Sonnenuntergang super easy einfach mit Brushpens und mit ein bisschen Wasser und einem Pinsel gemalt. Geht total easy, auch für Anfänger ganz, ganz toll zu meistern. Kakteen sind halt auch super Form, die sind total dankbar. Da muss man gar nicht so viel, sage ich mal, malen und zeichnen können. Einfach nur so ein paar Grundformen malen und dann mit dem Schwarz ausmalen. Das sieht natürlich ganz cool aus. Und hier hinten, das sieht, wenn ich natürlich hier mit Gelb und den Rottönen und den Blautönen nach oben hin arbeite, dann sieht es hier wirklich so aus, als würde die Sonne hier hinten noch so ein bisschen scheinen und gerade am Untergehen sein. Ja, und damit sind wir erstmal mit den Brushpens fertig. Ja, und damit kommen wir jetzt schon so zur Frage, was ist denn jetzt so besser? Schon so die vorgemischten Ecoline-Wasserfarben oder eher so ein Aquarellkasten? Was ist denn für Anfänger ganz gut oder was auch nicht? Und ich habe es schon angedeutet, also wie gesagt, es hat beides seine Vor- und Nachteile und möchte euch jetzt die einfach mal aufzeigen. Und dafür werde ich mir jetzt hier ganz easy, ich zeige es euch einmal, könnt ihr hier ganz einfach aufschrauben. Die Näpfchen, die sind hier schon vorgemischt, die Farbe ist schon komplett parat. Kann mir die mit der Pipette hier einfach in meine Mischpalette geben. Total easy. Der Unterschied natürlich zu dem Aquarellkasten ist einfach, dass ich die erst gleich noch aktivieren muss. Da zeige ich auch einmal ganz kurz, wie ich das mache. Ich habe hier so ein kleines Sprüh, hier ist einfach nur Wasser drin. Und wenn ich, sage ich mal, viel male und wirklich so eine ganze Bandbreite an Farben brauche, dann aktiviere ich mir die alle, indem ich hier mir einfach überall so ein bisschen Wasser raufsprühe. Und damit können die Pigmente sich schon mal so ein bisschen mit dem Wasser anfreunden. Ne? So. Ja, das erste Kriterium, das ich mir jetzt ausgesucht habe, ist das Lettern. Und zwar, was geht hier einfacher? Ne? Nehme ich jetzt hier eine Palette oder hier die schon die vorgemischten Ecoline-Farben? Und ich muss halt sagen, dass das mit dem Lettern hier mit den Ecoline-Farben einfach echt viel einfacher geht, weil ich hier im Prinzip die Farben schon vorgemischt habe. Kann sie mir einfach auf meine Palette heben und mir dann hier so die Farben einfach runternehmen. Und das Tolle ist, dass die schon so schön flüssig sind und die einfach damit schon die perfekte Konsistenz haben und hier so wunderschön ineinander verlaufen können. Ja, das habe ich natürlich mit den, sage ich mal, Paletten, wenn ich mit denen arbeite. Dann habe ich einfach das Problem, dass ich hier mal erst die Pigmente abheben muss, auf meine Farbpalette tun muss und dann immer so ein bisschen die richtige Konsistenz finden muss, weil wenn es nämlich zu trocken ist, dann habe ich einfach das Problem, dass sie dann gar nicht mehr ineinander verlaufen, die Farben, und wenn es zu feucht ist, dann verlaufen sie zu sehr, und hier habe ich einfach immer gleich schon so die richtige Konsistenz für Farbverläufe. Genau, damit sind wir eigentlich schon bei Punkt 2, und zwar wirklich das Thema Farbverläufe. Das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema, und da muss ich halt sagen, da habe ich, sage ich mal, mit der Farbpalette, mit dem Farbkasten deutlich mehr Spielraum und kann viel, viel mehr machen, ja. Während ich hier im Prinzip mit den Ecoline-Farben, ich nehme jetzt hier mal meinen Pink. Hier habe ich einfach das Problem, dass die Farben ja schon sehr feucht sind, ja. Und gerade bei Farbverläufen geht es aber im Prinzip darum, dass halt die zweite Farbe gar nicht so feucht sein darf wie die erste, weil dann eher Pfützen entstehen, als dass wirklich Farbverläufe entstehen. So, und jetzt gebe ich hier mal meine
meine Farbe, meine Ecoline-Farbe hiermit so rein. In das Pflänzchen, in das Blümchen. Und ich habe hier, also jetzt schon vom Gefühl her, das sieht man jetzt hier noch nicht wirklich auf dem Video, glaube ich, aber vom Gefühl her denke ich schon, dass das viel zu feucht war und jetzt hier eher eine Pfütze entsteht, als dass hier ein Farbverlauf entsteht. Aber das schauen wir uns gleich nochmal an, wenn es getrocknet ist. In der Zwischenzeit wiederhole ich das Ganze, das Blümchen hier einfach nochmal mit meiner mit meinem Farbkasten. Ja. Ach, ich mal das mal. Na, wo mal hier, ich mal das mal hier hin. So. Und das Coole ist einfach hier, ich kann jetzt zum Beispiel die gleiche Farbe, das kann ich zum Beispiel mit der Ecoline-Farbe nicht, ich kann jetzt hier direkt aus meiner Palette mir sehr, sehr pigmentierte Farbe nehmen, also mit wirklich kaum Wasser, und kann sie hier zum Beispiel als Farbverlauf hier mit so reingeben. Und dadurch, dass sie aber sehr pigmentiert ist und fast trocken, verläuft sie ganz, ganz wenig. Also sie verläuft nicht so stark wie zum Beispiel hier auf dem Bild. Das heißt, ich habe hier bei den Farbverläufen ein bisschen mehr Kontrolle. Ja, also so viel Kontrolle, wie man sowieso bei Aquarellfarben haben kann, das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Und ich benutze jetzt hier noch einmal das Blau. Das nehme ich auch nicht so mega flüssig, sondern das ist auch, sage ich mal, eine gute Konsistenz. Und kann die auch hier in die Mitte reingeben. Und hier kann man schon sehen, sie ist nicht mega flüssig, sondern sie hat eine sehr, sehr gute Konsistenz und sie verteilt sich am Anfang gar nicht so sehr. Und ich kann hier dann einfach wirklich noch ein bisschen mehr mit dem Pinsel arbeiten und die Farbe dahin bekommen, wo ich sie haben möchte, was hiermit schon flüssig auf flüssig kaum geht. Und hier habe ich eher so fast trocken auf flüssig, ja. Also hier wirklich Farbverläufe und kontrolliertere Sachen, gerade in der floralen Arbeit und mit Licht und Schatten arbeiten und, sage ich mal, eher so ein bisschen in der schnellen Technik auch, dann geht das schon deutlich, also für mich jedenfalls aus meiner Perspektive, mit meiner Erfahrung, geht das hier mit dem Aquarellkasten deutlich besser. Und damit kann ich euch jetzt nochmal zeigen, nämlich der dritte Punkt ist die Transparenz. Und da nehme ich mal hier direkt, ich fange mal an, ich nehme mal hier die pigmentierteste Farbe, die halt direkt aus dem Näpfchen kommt. Die male ich mir mal hier auf. Ja, so sieht das Ganze aus. Und ich kann jetzt hier auch noch immer mehr Wasser quasi auf meine Farbe geben, um halt sie einfach noch transparenter zu machen. Hier kann man es sehr gut sehen, ne? Umso mehr Wasser ich hinzugebe, umso transparenter wird meine Farbe. Das Problem ist allerdings, dass dieser, sage ich mal, der pigmentierteste Farbton schon wirklich hier der pigmentierteste Farbton ist, ja? Und ich kann sie nicht noch pigmentierter machen. Was ich einfach zum Beispiel, wenn ich hier aus meiner Palette direkt meine Farbe nehme, dann ist sie ja fast deckend. Wenn ich das jetzt hier einmal aufmale, dann könnt ihr das ganz, ganz gut sehen. Die Farbe ist aus der Palette, wenn ich sie so ganz rein nehme, wirklich fast deckend und kann sehr, sehr dunkel arbeiten, wenn ich das möchte. Aber kann dann natürlich auch hier noch Wasser hinzugeben und kann dann auch hier einfach mit meinen Transparenzen ganz, ganz toll spielen und kann dann auch hier wirklich in den hellen Tönen, dann nehmen sie sich beide nichts, ich kann beide sehr, sehr hell mischen, aber wie gesagt, in der Pigmentierung, ich kann halt nicht noch pigmentierter werden. Das heißt, wenn man auch mal ein bisschen Mixtechniken, ein bisschen Mixed Media machen möchte oder man möchte ein bisschen deckendere Farben benutzen in der Illustration, dann ja, sage ich mal, macht es sich schon besser, wenn man hier quasi so einen Aquarellkasten hat. Dann, Punkt 4 mache ich jetzt schon, genau, Punkt 4 ist auch so, sage ich mal, Preis-Leistungs-Verhältnis. Das muss man sich immer mal anschauen, wie viele Farben man wirklich braucht. Hier habe ich natürlich in einem Aquarellkasten gleich 12 Farben auf einmal und ich kann alle Farbtöne, die ich wirklich mir nur ausdenken kann, kann ich hier zusammenmischen. Bei den Ecoline-Farben ist es halt so, ich muss dann wirklich immer auch die Farben parat haben. Ja, ich kann diese Näpfchen hier oder diese Gläschen, die kann ich dann einzeln kaufen. Die sind hier so in Glasflaschen. Die kann ich dann einzeln kaufen und muss halt schauen, dass ich da wirklich alle Farben habe, dass ich da meine Farbtöne auch so zusammenmischen kann. Ja, ist einfach ein Thema, das muss man wissen. Ja, muss man einfach so ein bisschen im Kopf haben, wie man es gerne haben möchte, wie man es braucht.
Genau, aber wie gesagt, wenn es halt wirklich darum geht, schnell parat die Farbe zu haben, dann ist natürlich die schon vorgemischte flüssige Farbe einfach total super. Ein weiterer Punkt ist noch das Thema Lichtechtheit. Und zwar ist es einfach so, dass Ecoline-Farben nicht so lichtecht sind wie zum Beispiel dieser Van Gogh Aquarellkasten. Das heißt, ich male ein Bild, hänge es mir auf und habe dann das Problem, dass wenn ich mit Ecoline-Farben arbeite, es einfach sein kann, dass die Farben sich, also entweder verfärben sie sich oder sie verblassen einfach mit der Zeit, ja. Und das habe ich hier fast gar nicht mit dem Aquarellkasten, beziehungsweise hier reden wir über ein paar Jahre. Bei Ecoline-Farben, da können wir schon über ein paar, sage ich mal, fast Wochen und Monate reden, dass die Farbe da schon so schnell zurückgeht oder verblasst. Beim Aquarellkasten, wie gesagt, da kann man, also da reden wir halt so ungefähr von Jahren, ne? Also nach ein paar Jahren bleichen die Farben dann in der Regel auch aus, es sei denn, wir haben wirklich extrem hochpigmentierte Künstlerfarben. Da muss man dann aber auch wirklich nach dem Reinheitsgebot gehen. Aber die sind dann auch deutlich preisintensiver, ne? Genau, also ich hoffe, wie gesagt, dass ihr damit schon ziemlich viel anfangen konntet und ihr konntet das ganz gut nachvollziehen, was ich hier wirklich meinte. Wie gesagt, beide machen sich total gut, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Und ich möchte da jetzt auch gar nicht niemandem irgendwas empfehlen, sondern einfach bloß aus meiner Erfahrung sagen, wie ich sie benutze. Hier kann man das jetzt ganz gut sehen, wie sie getrocknet sind. Ja, ich habe hier nass auf nass gemalt, weil ich sie halt einfach nicht, sage ich mal, trockener anmischen konnte, meine Ecoline-Farben. Und hier sind die Farbverläufe deutlich unkontrollierter, während ich hier habe ich mit, sage ich mal, einer nicht ganz so transparenten Farbe, also mit einer fast deckenden Farbe, in einer feuchten Farbe gearbeitet und der Farbverlauf ist nicht ganz so, sage ich mal, auseinandergegangen und kann damit einfach so ein paar, also ich kann damit einfach ein bisschen kontrollierter auch arbeiten, ne? Das kann man jetzt hier besonders nach dem Trocknen ganz gut sehen. Ja, also die Gefahr auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir häufiger passiert. Die Gefahr mit Pfützen, die passieren mir mit Ecoline-Farben auch ein bisschen häufiger. Was total cool ist, wenn ich zum Beispiel digitale Hintergründe erstellen möchte, dann mache ich das. Ich kann das ja mal ganz kurz zeigen, wie ich das mache. Ja, ich nehme mir da einfach hier so die Farben, wie ich sie haben möchte und kreiere mir dann hier meine Hintergründe. Mache hier einfach so ein bisschen Pink, ein bisschen Blau und die verlaufen dann einfach total schön, sehr schnell auch. Ja. So ungefähr. So mache ich im Prinzip meine Hintergründe. Also gerade digitale Hintergründe. Oh, ihr könntet das jetzt gar nicht sehen. Ich muss das mal nach oben schieben. Ja, sagt doch einfach mal, dass ihr das gar nicht sehen könnt. Nee, jetzt könnt ihr das, glaube ich, ganz gut sehen, was ich hier meine. Ne? Und jetzt kann man das im Prinzip hier auch noch ein bisschen antrocknen lassen. Und was ich jetzt immer noch mache, weil ich gerade in Hintergründen finde ich das total toll, wenn ich Pfützenbildung habe und der Hintergrund einfach nicht so gleichmäßig ist. Gerade wenn ich auch verschiedene Farbtöne drin habe, ist, dass ich dann, sage ich mal, die Farbe erst noch ein bisschen antrocknen lasse. Und dann gehe ich hier, also ich wasche meinen Pinsel wieder aus, trockne den ab und nehme dann im Prinzip sauberes Wasser, klares Wasser, feuchten Pinsel, streiche ihn ein bisschen am Wasserglas ab. Und gehe dann hier einfach mit klarem Wasser auf meine schon fast angetrocknete Farbe rauf. Und wenn wir das dann gleich sehen, wenn sie angetrocknet ist oder wenn sie dann trocknet, die Farbe, ist, dass die Feuchte, also das Wasser, was dann quasi auf die schon angetrocknete Farbe trifft, verdrängt dann die Pigmente und dann entstehen quasi so farbige Ränder, die sogenannten Pfützen. Ja, und das kann man damit zum Beispiel ganz, ganz toll kreieren. Das nur mal noch so als Tipp. Und ansonsten hoffe ich, dass ich euch die Frage damit ganz gut beantworten konnte. Ja, ich hoffe, ihr konntet aus meiner Erfahrung ein bisschen was mitnehmen. Nur wie ich es anwende, heißt ja nicht, dass es alles richtig ist. Und ich habe die Weisheit auch nicht mit dem Löffel gefressen. Das ist mir einfach aufgefallen, als ich mit den Farben gearbeitet habe, mit den verschiedenen Produkten. Und ich hoffe, ich konnte euch aber so Licht ins Dunkle bringen, wann ihr was verwenden könnt oder wie ihr es am besten einsetzen könnt. Und ich freue mich wirklich, wenn euch das Video gefallen hat, auf einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle kreative Woche. Bis dahin, tschüss!